Ich wollte jetzt nochmal zusammen mit euch Peru durchgehen. Vor einiger Zeit habe ich schon mal ausführlicher Peru gespielt, weil mir das Land sehr gut gefällt. Es sind schöne Szenarien bei Geoguessr. Also ihr seht hier, ich habe auch schon mal die Goldmedaille geholt. Bevor wir aber ins Spiel gehen, macht es vielleicht Sinn, sich nochmal einen groben Überblick über Peru zu verschaffen. Also Peru, das dürfte klar sein, liegt in Südamerika, an der Westküste Südamerikas. Das ist die Flagge, bitte nicht verwechseln mit Österreich. Google Car, das lasse ich außen vor, das sind Metadaten, die interessieren mich persönlich nicht. Die Straßenboller, gut, sind jetzt so dreieckig oder rund. Hier sehen wir schon mal erste typische Landschaften aus Peru. Ich gehe das jetzt alles im Schnelldurchlauf einmal durch. Ein gutes Erkennungszeichen sind immer diese schwarz-weiß gestreiften Verkehrsschilder. Auch die Laternen haben unten oft einen schwarzen Balken. Nummernschilder sind ja meistens zensiert. Ja, Telefonnummern, die meisten Telefonnummern oder viele Telefonnummern beginnen mit der 9 und das sind dann Mobilfunknummern. In den Städten sieht man sehr, sehr, sehr viele Tuk-Tuks, also mehr als in allen anderen lateinamerikanischen Ländern steht hier. Und was sehr typisch ist für Peru, sind diese politischen Wahlplakate oder Werbebotschaften, die auf Häuser oder auf Mauern aufgezeichnet sind. Ein Wort, was da regelmäßig bei auftaucht, ist Alcalde, was Bürgermeister bedeutet. Aber hier steht meistens, ist das nicht so nützlich, weil nichts über die Region oder so dabei steht oder die Provinz. Hier allerdings, Huaraz, ist die Provinz tatsächlich genannt. So, das sind die Karten, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier nochmal ein paar allgemeine Eindrücke. Peru ist ein sehr vielseitiges Land, sowohl klimatisch als auch was Landschaftsformen angeht. Kulturell glaube ich auch, bestimmt. Ein klassisches Kennzeichen für die peruanischen Häuser ist dieser dunkle Balken hier unten. Ich glaube, ja, hier ist auch einer. Hier auch, rudimentär zu erkennen. Das ist so ein Haus im kolonialen Stil noch. Aber es gibt natürlich auch vor allem in der Hauptstadtregion moderne Architektur. Ja, das sind die Regionen, die gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal ganz im Detail an. Die Regionen sind unterteilt in Distrikte und diese Distrikte, die kann man wohl auf der Google Maps Karte auch zum Teil sehen. Ja, das war es soweit. Also hier haben wir nochmal die politische Übersichtskarte von Peru. Peru besteht aus 25 Regionen. Die größte ist Loreto. Die kleinste, glaube ich, ist Callao, El Callao. Das ist eine Millionenstadt, die direkt an Lima, die Hauptstadt, angrenzt. Lima hat, glaube ich, so um die 8 Millionen Einwohner. Und die Hauptstadtregion ist die Provinz Lima und das ist umgeben von der Region Lima. Was haben wir sonst noch? Gehen wir mal nach Norden weiter. In Gelb Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, das sind so die grenzen alle entweder an den Ozean oder an Ecuador. Südlich von Amazonas, südöstlich von Loreto ist San Martin. Darunter, unter Loreto, angrenzend an Brasilien, haben wir Ucayali. In der Ecke hier Madre de Dios. Und dann haben wir ein paar hier in der Mitte. Ich gehe sie erstmal durch und dann sage ich euch ein paar Tipps, wie ich versucht habe oder sie gerade versuche, sie mir einzuprägen. Haben wir Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco,
Ayacucho, Ica, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua und Tacna. Ich hoffe, ich habe alle einigermaßen richtig ausgesprochen. So, wie kann man sich das merken? Also Loreto kann man sich, glaube ich, gut merken, einfach weil es die größte ist. Ucayali ist bisschen wie die Uckermark in Deutschland, liegt an der Ostgrenze direkt. Ucayali, Uckermark. Madre de Dios, so Mutter Gottes, finde ich, ist ein eingängiger Name, kann man sich auch noch gut merken. Dann hat man mit diesen dreien schon mal hier fast die komplette, ja, eigentlich die komplette Grenze zu Brasilien abgedeckt. Richtung Bolivien geht es dann weiter mit Puno. Und wenn wir jetzt mal schräg hier hoch gucken, sehen wir Puno, Cusco, hier ist Ayacucho, dann gibt es noch Pasco und Huánuco. Ne? Die hören alle auf O auf. Huánuco, Pasco, Ayacucho, Cusco und Puno. Und wenn ich das richtig sehe, sind das auch, gut, Loreto gibt es noch, aber das lassen wir mal außen vor, das ist ja die größte. Callao auch noch, aber das ist die Hauptstadtregion. Also die, von den beiden abgesehen, die auf O enden, bilden alle so ein schräges Band hier eigentlich in der Mitte. Mit Ausnahme von Junín, das ist dann noch zwischengeschaltet und Ayacucho liegt so ein bisschen am Rand. Aber trotzdem ist das schon mal ganz gut, sich zu merken, dass die, die auf O enden, in der Mitte so ein schräges Band bilden. Huánuco, Pasco, Cusco und Puno und Ayacucho. So, Ayacucho, finde ich, kann man sich vielleicht merken. Ihr seht, das hat hier so einen austretenden Sporn. Und das hier ist auch noch sowas und hier unten so zwei. Ich finde, dieses Bild von, der Umriss von Ayacucho erinnert mich an einen Dinosaurier. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen. Parasaurolophus heißt der, glaube ich. Parasaurolophus, genau. Hier sehen wir den mal. Parasaurolophus hat nach hinten vom Kopf ausgehend so eine Art Horn. Und ich finde, die Region Ayacucho sieht so ein bisschen aus wie ein Umriss vom Parasaurolophus. Wie kann man sich das jetzt zusammenbinden als Eselsbrücke? Parasaurolophus. Para, a. Und a, ja, Cucho. Vielleicht hilft das. A, ja, Cucho. Para, Saurolophus. Hier wäre das Horn, was nach hinten weggeht. Hier ist ein Bein. Und das ist so der Schwanz. So, Ayacucho. Dann gibt es halt noch diese vier hier. Oder drei erstmal. Pasco, Cusco, Puno. Da muss man ein bisschen erfahrungsgemäß aufpassen, dass man die nicht durcheinander wirft. Cusco, Pasco, ich denke da immer an diesen Tesco, das ist irgendwie so eine Lebensmittelkette aus England. Am einfachsten kann man sich vielleicht Pasco merken. Ich finde, Pasco hat den Umriss, das sieht so aus, das hier könnte ein Ärmel sein, ein Saum vom Ärmel. Dann das ist der Arm, der rausguckt. Und das hier ist ein Pass. Pasco ist die Passkontrolle. Der Pass, der hergereicht wird. Pasco. Und ganz am Rand liegt Puno. Pasco, Puno. Da liegt einiges dazwischen. Unter anderem noch Cusco. Ja. Fällt mir jetzt auch nichts ein, wie man sich das besser merken kann, aber Pasco, die Passkontrolle, Cusco. Puno ist am Rand. Okay. Was gibt es noch? Ich gehe mal nach ganz links hier. Hier haben wir nämlich eine Reihe, die haben alle auf O geendet, abgesehen von Junín. Hier links haben wir jetzt eine Reihe von welchen, die auf A enden. Also es fängt an mit Lima, Region Lima und Provinz Lima. Dann geht es runter nach Ica, Arequipa, Moquegua und Tacna. Die hören alle auf A auf. Hier oben gibt es sogar noch Piura, das hört auch auf A auf.
Also alles, was auf A irgendwie aufhört, kann man sich vielleicht merken, dass das am Pazifik liegt. Lima, die beiden Limas, kann man sich, glaube ich, auch gut merken, sind relativ zentral am Pazifik. Man muss nur Region und Provinz auseinanderhalten. Die Region liegt außen, die Provinz bzw. die Hauptstadt ist das kleinere. Ica. Genau, hier habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Wir haben hier auch noch Huancavelica. Huancavelica, das ist ein bisschen ein schwieriger Name, hört auch noch auf A auf, okay. Aber wichtig ist für uns, es beginnt mit H. H, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nach dem H folgt ein I. Huancavelica, gefolgt von I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Auf der anderen Seite liegt Junin. H, I, J. Okay. Dann liegen hier drei Stück beieinander, die mit A anfangen. Ayacucho, das war der Parasaurolophus. Arequipa hört auf A auf, liegt aber hier in der A-Anfangsgruppe. Und dann haben wir noch Apurimac. Apurimac heißt das, glaube ich. Das kommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus der Quechua-Sprache und bedeutet irgendwas mit Herr, Gott oder so. Apurimac hat so ein bisschen, naja, fast eine kreisförmige Umriss. Moquegua oder Moquega, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, fällt mir jetzt auch keine so gute Eselsbrücke zu ein, muss ich zugeben. Aber Tacna kann man sich vielleicht einfach aufgrund dessen merken, weil es ganz im äußersten Süden liegt. Das hatten wir jetzt alles. Pasco. Ja, und hier oben kommt halt nochmal Huanuco. Über Pasco, wie Passkontrolle, kommt Huanuco. Also man kann sich vielleicht grob merken, dass Pasco zwischen Pasco und Junín liegen zwischen Zweien eingebettet, die mit H anfangen. Und Huancavelica, das mit A aufhört, liegt halt näher an dieser A-Reihe. Huanuco, das mit O aufhört, liegt in dieser UO-Reihe. Dann haben wir hier links am Pazifik noch Ancash über Lima. Ancash, ich denke da immer an Cash. Weiß nicht, ob man hier vielleicht irgendwie was drin sehen kann, was man mit Geld assoziiert werden könnte. La Libertad hat eine schöne Form, so ein bisschen wie so ein H vielleicht. Ich denke, das kann man sich merken. Die Freiheit. Amazonas liegt wahrscheinlich, sehen wir uns gleich auch nochmal an, am Amazonas, Grenze zu Ecuador und darunter ist San Martin, Cajamarca, das ist so eine Mark quasi, eine Grenzregion, deswegen auch hier oben. Lambayeque, habe ich jetzt auch keine Eselsbrücke für. Piura, Piura ist auch nochmal eins, was auf A aufhört. Und ganz oben haben wir noch Tumbes. Da denke ich an das englische Wort Thumb, 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 Daumen, weil das wie so ein kleiner Daumen da oben rausguckt. So, hier können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen auf der politischen Karte. Und da sehen wir auch gleichzeitig schon die wichtigste geografische, also drei wichtige geografische Merkmale von Peru. Einmal, es hat eine lange Küste, den Pazifischen Ozean. Dann von Nordwesten nach Südosten zieht sich das Band der Anden quer dadurch. Ancash, Anden. Und der östliche Landesteil ist viel flacher und geht hier so in die Amazonasregion über. Das können wir hier auch noch mal gut sehen, die verschiedenen Höhenstufen. Die Anden gehen bis auf 5000, 6000 Meter hinauf. Direkt am Ozean liegt ein sehr, sehr schmales Band, was flach ist. Außer hier oben in der Region Piura. Da ist es ein bisschen ausgedehnter. Da gibt es ein paar Hügel. Aber ansonsten ist das hier vergleichsweise eher flach. Hier im zentralen Teil sind die Anden eigentlich am höchsten. Und dann nach Osten hin wird es eben auch relativ schnell flacher.
Das schlägt sich auch in den Klimaregionen wieder. Also wir haben eine große Vielzahl von Klimaregionen, tropischer Regenwald, Monsun, Savanne, dann, das sind die blauen hier, also alles, was hier grün ist und etwa. Wir haben arides Wüstenklima am Küstenstreifen und grün temperierte Regionen in den nicht ganz so hohen Gebirgsgegenden und dann sogar polare Tundra, Frosttundra in ganz kleinen Gebieten. Das ist das Hochgebirge. Also wirklich vom tropischen Regenwald über Wüste, temperierte Region bis zu polarer bzw. Hochgebirgs Klimalage, alles dabei, was Peru zu einem wahnsinnig spannenden und vielseitigen Land macht. Ja, und wiederum zeigt sich das natürlich auch in der Vegetation. Wir haben tropischen Regenwald, genau in diesem Gebiet hier, Mountain Rainforest im Gebiet zwischen dem tropischen Regenwald und dem Hochgebirge, Mountain Tall Grass and Scrub, Mountain Short Grass and Alpine Wastes. Muss man mal gucken, inwiefern man die beiden unterscheiden kann. Und die Küstenwüste. Ja, hier haben wir eigentlich nochmal dasselbe. Costa Sierra Selva. So, das war ein Schnelldurchgang durch die verschiedenen Regionen politischer und geografischer Natur in Peru. Jetzt können wir noch mal gucken. Ich habe es gerade, bevor ich das Video gestartet habe, schon ein paar Mal versucht bei Cetera, ob wir es hinkriegen, die Regionen richtig zu benennen. Also los geht's mit San Martin. Das war hier. Huánuco. Das heißt nicht Huánuco, so wie ich gerade fälschlicherweise gesagt habe, sondern Huánuco. Das war, glaube ich, hier oder hier. Hier war Junín, hier war was anderes und hier war Huánuco. Ucayali, die Uckermark von Peru. Ayacucho war der Parasaurolophus. Ica ist hier. Lima, damit ist die Region genannt, ist hier. Huancavelica liegt hier. Ach ja, genau, das ist auch noch ein Tipp. Ica und Huancavelica liegen nebeneinander. Beide hören mit Ica auf. Amazonas war hier oben. La Libertad war dieses mit der schönen Form. Junín war ja jetzt hier. Hier war Huancavelica und H-I, Inca, Ica, J. Junín. Arequipa. Arequipa ist, glaube ich, so auch die wichtigste oder eine der wichtigsten Städte hier im Süden. Ancash liegt hier. Lambayeque war, glaube ich, hier. Das ist Piura. Dann Apurímac, dieser etwas seltsame Name. Das war dieses Gebilde hier. Tacna ist im äußersten Süden. Provinz Lima. Madre de Dios ist hier. Da hört die Grenze zu Brasilien auf. Loreto ist das allergrößte Gebiet, aber auch das am dünnsten besiedeltste, glaube ich. Da gibt es auch unter anderem, meine ich, eine große Stadt, die überhaupt nicht mit dem Straßennetz des Restes des Landes verbunden ist. Da kommt man entweder nur per Flugzeug hin oder über den Straßenweg von Brasilien. Soweit ich weiß, Tumbes, der Daumen, Moquegua, Puno an der Grenze zu Bolivien. Übrigens, was hier eingezeichnet ist, das ist keine eigene Provinz, sondern das ist der Titicacasee, der zur Hälfte zu Peru und zur anderen Hälfte zu Bolivien gehört. Und ich glaube, der größte und auch höchstgelegene See Südamerikas ist. Ja, home to Lake Titicaca. Cusco. War Cusco hier oder hier? Was? Ah. Ich glaube, das hier war Pasco. Cusco ist hier.
Piura, Cajamarca und Pasco. Ah, El Callao, das ist diese Stadt, die mit Lima quasi eine Einheit bildet, optisch, aber politisch ein getrenntes Gebilde ist. Wir können es auch nochmal probieren, rein zu Übungszwecken, ob wir es getippt auch hinkriegen. Das war Tumbes, Tacna, Provinz Lima. Jetzt verstehe ich nicht, wieso da ein E am Ende angezeigt wird. Es müsste doch Provinz Lima sein. Das rote. L. Ah, Lima Province auf Englisch. Ich hatte es vorher auf Deutsch gespielt. Na gut, also das zählt aber trotzdem. Lima Province. Das ist die Grenzregion Cajamarca. Ancash. So, das war, glaube ich. Ah, jetzt ist das Teil im Weg. Das müsste aber Junin sein. Nee, dann ist es Pasco. Lima. El Callao. Das war Ica. San Martin. Loreto. Amazonas. Dann ist das Junin. Puno. Piura. Huanca Velica. Ja, diesen Namen, den kann ich passiv zwar erkennen, aber aktiv mir nicht merken. Apurimac. Apurimac. Apurimac, glaube ich sogar. Apurimac. Dann haben wir den Parasaurolophus Ayacucho. Das war Moquegua. Was ist das denn? San Martin. Ancash. Ucayali. Huánuco. Ucayali. Das war Lamba. Ah. Lambayeque. Das sieht eigentlich auch aus wie so ein springendes, hüpfendes Tier, wie so ein Stier oder sowas. Puno. Pusco, Casco. Pusco. Cusco. Also Pusco, Casco, Cusco, das ist fürchterlich mit den dreien. La Libertad. Und Arequipa. Madre de Dios. Okay, also. Ihr seht, wenn man es selber eintippen muss, ist es nochmal ein bisschen schwerer. Pasco, Cusco, Puno. Na, die sind eine harte Nuss auseinanderzuhalten. Wir können uns auch noch mal die Flaggen anschauen. Ich glaube, wichtiger ist es, die Namen zu kennen und zu wissen, wo sie sind. Aber es schadet vielleicht auch nicht, mal die Flaggen gesehen zu haben. El Callao. Können wir auch noch mal in den Modus hier gehen. Also.
El Callao, das ist hier diese Hauptstadtregion. Amazonas, hier oben. Arequipa, hier. Ayacucho, hier. San Martín, hier. Loreto, hier. Loreto ist grün. Da war es auch grün. Junín. Junín ist das hier. Huánuco. Einfach so ein zwei Dreiecke. Huánuco ist hier, glaube ich. Das hier ist Pasco. Ich habe selber meine eigene Eselsbrücke vergessen. Pasco ist ja die Passkontrolle, die Hand, die den Pass reicht. Tumbes hat hier oben sogar den Namen stehen. Das ist natürlich praktisch. Oben links übrigens, oben links passt. Ancash ist das hier. Cajamarca hier. Apurímac, auch eine interessante Flagge. Apurímac ist hier. Puno ist hier mit dem Titicacasee. Piura ist eine der A-Regionen, die auf A aufhören, aber ganz oben liegt. Moquegua liegt hier, relativ klein. Ucayali, das ist die Uckermark. Tacna, ganz im Süden, da ist es auch ziemlich trocken, glaube ich, deswegen passt die gelbe Farbe gut. El Callao übrigens liegt am Meer, deswegen blau, ist ein Hafen. Madre de Dios, grün, gelb-grün, ist hier in der Ecke. Lambayeque ist das kleine hier. Cusco hat eine wunderschöne Regenbogenflagge. Und Cusco, also wenn das die Passkontrolle ist, das hier ist Puno, dann ist das hier Cusco. Richtig? Ja. Pasco, wie gesagt, Passkontrolle. Ich glaube, jetzt kann ich es mir auch merken. Huanca Velica ist dieses Gebilde hier. Sieht ein bisschen aus wie ein Papagei, der auf dem Ast sitzt. Ica, ja, interessante Stufung hier, wie so ein Computerspiel. Grafik. Lima und also Lima, die Region Lima. Und La Libertad, auch mit Regenbogen interessanterweise, hat hier diese Form. Was sieht sich ähnlich? Ayacucho und Cajamarca. El Callao und Huancavelica. Cajamarca und Ayacucho haben denselben Blauton, wie es scheint. Aber liegen weit auseinander. Ayacucho ist hier, Cajamarca hier. Huancavelica und Ayacucho könnte man eventuell verwechseln, weil die auch nah beieinander liegen. Huancavelica und Ayacucho liegen direkt beide nebeneinander, sind beide blau. So, ich habe die Karten jetzt auch nochmal alle geöffnet. Dann nehme ich überhaupt auf, ja. Dann können wir jetzt mit diesen Vorübungen vielleicht mal nach Peru springen beim Biogesser. 2 Minuten will ich aber nicht. Wir machen mal 10 Minuten. Okay, also was sehen wir als erstes? Offensichtlich, es ist gebirgig, es ist trocken, wüst und eigentlich ohne jegliche Vegetation. Und es ist jetzt aber sogar auch neblig. Jetzt überlege ich mal. Ich habe mal gelesen, und das ist ja eigentlich auch logisch, denke ich, dass der Nebel in Peru hier quasi vom Meer her kommend entsteht und dann durch die Anden aufgehalten wird. Das heißt, wahrscheinlich befinden wir uns irgendwo in dem westlichen Streifen der Anden. Na, hab ich vegetationslos gesagt? Hier sieht man doch tatsächlich was wachsen, sieht aber gepflanzt aus. Können wir sonst noch auf den ersten Blick hier was Interessantes erkennen? Hier unten haben wir diesen schwarzen Balken.
der für die Laternen typisch ist. Tja, wohin gehen wir jetzt? Ich mache es meistens so, dass ich nach unten gehe, wenn ich auf den Berg gehe. Wenn ich auf dem Berg bin, gehe ich meistens nach unten. Eigentlich ist es ja auf dem Berg schöner. Und im echten Leben würde ich immer eher hochgehen, aber hier gehe ich eher runter. Ist das eine Regionalflagge hier vielleicht? Ich erlaube mal, dass wir cheaten. Wo haben wir die Flaggen? Nee, die sehe ich da jetzt nicht bei. Links weiß, rechts rot. Nee, ist leider nicht dabei. Und gucken, ob wir jetzt vielleicht noch irgendwie einen Hinweis auf die Region kriegen. Ich gehe mal ein bisschen zügiger dafür. Hier wachsen auch Kakteen. Manchmal funktioniert es nicht so gut mit dem Laufen. Ich will vorwärts laufen, aber er schickt mich zurück. So, ich gehe nochmal zurück. Ich will hier einfach nur runter. Hier haben wir jetzt, das ist typisch, wirklich typisch für Peru. Ist auch irgendwie eine krasse Landschaft, ne? Dass überall an den Wänden irgendwas steht. Was steht denn hier? Wir müssen jetzt gucken, sehen wir irgendeinen Provinznamen vielleicht? Jeden Fall ist das von 2009 offensichtlich. Was steht dann hier drauf? Ja, sehe ich jetzt keinen Provinznamen. PlayStation-Werbung, okay. Privateigentum, hier geht es nicht weiter. Schnell wieder zurück. Ja, hier haben wir so ein Tuk-Tuk sogar. Also irgendwie ist die Steuerung heute ein Wurm drin. Wo können wir hin? Ich gehe mal hier weiter. Bis jetzt habe ich noch keine wirklich guten Hinweise gefunden. Es hängen übrigens schon öfters, ja, das scheint die normale peruanische Flagge zu sein, Flaggen rum. Jetzt geht es auch nicht weiter. Grupulus Hermines, Mercado. Ich finde auch immer, diese Ansiedlungen sind ein bisschen unübersichtlich. Zum Teil haben sie auch so einen halbfertigen Charakter. Ja, ich komme hier aber nicht wirklich woanders hin jetzt, denke ich. Jetzt gehe ich doch mal zum Start zurück. Dann halt doch mal den Weg tatsächlich hoch oder soll ich hier runter? Da ist noch ein Tuk-Tuk. Noch 4,5 Minuten. Außer der Vermutung, dass es am Westrand der Anden sein könnte, haben wir noch nichts. Das ist natürlich ärgerlich jetzt zu Demonstrationszwecken. Ja, hier war ich ja schon.
Platos típicos de la Región. Wenn man sich jetzt kulinarisch noch damit beschäftigt hätte, was die Regionen eigentlich kulinarisch zu bieten haben. Schauen wir uns noch mal ein bisschen die Struktur des Gebiets insgesamt an. Nach Süden hier hin scheint sich dieses Tal zu erstrecken, vielleicht auch ein bisschen abzuflachen. Nach Norden hin wird es eher höher. Tja, also egal wo ich hingehe, ich komme immer nur an Endpunkte. Ich komme hier irgendwie nicht raus, was sehr ärgerlich ist. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Hinweise, die ich nicht gesehen, die ich jetzt übersehen habe? Hier komme ich definitiv nicht hoch. Ne? Cristal, la cerveza del Perú. Aber für die Region hilft mir das nicht weiter. Boah, also man kann hier echt nicht vorwärts gehen. Was steht denn hier? Lucho Romero, Butter. Was? Huarutsch. Da kann man nichts mehr erkennen. Knappe Minute noch. Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach von der Nord-Süd-Ausdehnung betrachtet relativ zentral hingehen. Kann ja noch mal einen kurzen Blick auf die Karte werfen. Ja, schwierig. Na komm, setzen wir mal dahin. Aha, also wir waren eigentlich tatsächlich, ja, wäre ich da mal bei Lima geblieben in der Gegend. Das müsste jetzt die Provinz Lima sein, genau, an der Grenze von Provinz Lima zu Region Lima. Tja, also dass das schon die Hauptstadtregion oder Hauptstadtprovinz war, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, muss ich zugeben. Aber immerhin lagen wir richtig damit, oder lag ich richtig damit, zu vermuten, dass es ungefähr am Westrand der Anden sein muss. Nächste Runde dann. Jetzt haben wir ein ganz anderes Bild schon gleich. Kein Nebel, wir haben vereinzelt hier so ein paar Cumuluswolken. Da hinten werden es mehr. Wir sind auch im Bergland. Aber hier wächst was. Zwar nicht besonders üppig. Aber es sieht so aus, als ob hier Landwirtschaft betrieben wird. Ich halte mich an meine eigene Regel und steige bergab. Soweit ich kann. Super interessant geformte Pflanzen hier. Na, da stand irgendetwas.
Grün. Na, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Jetzt kommen wir in die Siedlung rein. Da steht mal wieder was am Haus, wie es so typisch ist für Peru. Okay, jetzt sind wir hier am Sportplatz angekommen. Am Basketballplatz. Hier haben wir ein Rot-Weiß-Grün. Ich erlaube jetzt nochmal, es ist ja eine Übungsrunde, erlaube ich mir nochmal auf die Flaggen zu schauen. Rot-Weiß-Grün, das würde am ehesten vielleicht zur Provinz Amazonas passen, oder Ucayali. Aber Ucayali kann das nicht sein. Ucayali liegt ja hier. Das müsste eigentlich flacher sein, denke ich. Ist auch fraglich, ob der Lokalpatriotismus wirklich so weit gehen würde. Hier haben wir eine koreanische Schriftzeichen, interessanterweise. Was steht denn da? Ayahirca. Ayahirca. Ich setze mal einen Checkpoint. Hier geht es jetzt eigentlich eher wieder bergauf, was mir nicht so gut gefällt. Also so schön Peru ist, so schwer ist es auch tatsächlich. Ich wäre ja gerne wirklich mal da unten ins Tal reingekommen. Vielleicht kommen wir da hinten noch mal in eine Siedlung rein. Ja, sieht gut aus sogar. Wieder diese Bäume? Da bin ich im Kreis gelaufen? Nein. Ja, ein kleiner Flusslauf, also etwas Wasser gibt es jedenfalls. Was stand da? Rustbelt, wie auch immer. Victor, hier haben wir wieder so ein grün-weiß-rotes Häuschen. Bin ich im Kreis gelaufen? Ist das derselbe Sportplatz? Nee, der sah ein bisschen anders aus. Oder? Cayo, Cayo. Hier sind wieder diese Tannenbäume, Yaban. Werden die hier angebaut? So, wie heißt dieses Dörfchen hier? Antakancha. Antakancha. Was sind das eigentlich? Also, das scheint schon so ein bisschen terrassenförmig hier kultiviert zu sein. Aber ich kann nicht erkennen, ob oder was da wirklich angebaut wird, aktuell jedenfalls. Jetzt würde ich gerne mal ein paar große Schritte machen. Ich hoffe immer, dass ich mich hier nicht verklicke und auf einmal rückwärts laufe. Also meiner Erfahrung nach kommt man am besten zu Wege, wenn man auf eine große Straße trifft. Ist ja auch nicht verwunderlich. So, jetzt könnte das diese Regenbogenflagge sein von, war es Cusco mit der Regenbogenflagge? Ja, es war Cusco. Die sieht eigentlich anders aus. Kann es trotzdem Cusco sein?
Kann es vielleicht ein Unterdistrikt sein, der von der Regionalflagge inspiriert ist? Wirkt das Ganze eher nord- oder südperuanisch? Cusco wäre ja relativ weit im Süden. Also ich kann die Vegetationsdecke nicht so richtig einschätzen. Das hier könnte dieses berühmte Itchu-Gras sein, was in Peru wächst. Ich glaube schon, dass das eher so in der Region zwischen Cusco und Titicacasee wächst. Das wären jetzt zwei kleine Indizien dafür, dass wir vielleicht grob in der Region Cusco uns befinden könnten. Na, also dieses Gras, ich weiß jetzt nicht, wenn jemand botanisch versiert ist, korrigiert mich bitte, aber diese einzelnen charakteristisch so wie so Haarstrüppel zusammenstehende Büsche, das müsste dieses Itchu-Gras sein. Meine Vorstellung von dieser Gegend rund um zwischen Cusco und Titicacasee ist, dass es nicht unbedingt schroffes Hochgebirge ist, sondern ja, ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen eher eine Ebene hätte ich erwartet. Aber es kann natürlich in den Ausläufern, oder ich liege völlig falsch, aber auch wenn es eine Ebene wäre, könnte es in den Ausläufern so, ja, hügelig oder leicht bergig sein, wie hier. Mittelgebirgscharakter, sage ich mal. Für peruanische Verhältnisse ist das Mittelgebirgscharakter. Wir sehen ja weit und breit keine Gletscherspuren oder so. Jetzt kommt hier auf der Straße lange Zeit nichts mehr. Hier haben wir auch verschiedene Gräser nochmal. Das scheint eine andere Art zu sein. Die hohe Kunst ist es natürlich, wenn man anhand der Vegetation erkennen kann. Hä, geht es jetzt wieder rückwärts? Wenn man anhand der Vegetation erkennen kann, was es vielleicht für ein Boden ist, was für geologische Verhältnisse dort vorherrschen. Ja, ich habe jetzt noch 1 Minute, da wird nicht mehr viel kommen. Es kann auch gerade sein, dass ich wieder zurücklaufe. Ich habe mich vollkommen desorientiert. Ja, dann überlege ich mal, wo ich hinsetzen könnte. Cusco, das ist die Region hier. Dann würde ich schon vielleicht eher hier in den südlichen Teil der Region gehen. Das Doofe an der Karte ist von Google, man kann Gebirge nur schwer ausmachen. Hier scheinen welche zu sein. Ist das noch Cusco? Ja, schon. Probieren wir es vielleicht mal hier. Ganz, ganz falsch. Das ist die Region. Welche Region dürfte das sein? Hier ist die Grenze. Ist das Pasco? Denke ich. Pasco, ja. Nicht Cusco war es, sondern Pasco war es. Okay. Tja, es war auch ziemlich zentral, eigentlich. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Also das zeigt nur, Peru ist nicht einfach. Es macht Spaß, aber es ist nicht einfach. Ich habe jetzt gerade noch mal in die Karte reingeschaut und man sieht schon, Pasco und Cusco liegen eigentlich ziemlich in derselben Vegetationszone. Das Problem mit diesen Vegetationszonen oder die Chance mit diesen Vegetationszonen, wie man es nehmen will, ist halt, dass sie in der senkrechten sozusagen, da sind sie sehr lang, aber in der Ost-West-Richtung sind sie überschaubar, von überschaubarer Ausdehnung. Also ist es leichter, hier so einen Bereich auszumachen, als dann tatsächlich festzustellen, ob es im Norden oder im Süden des Landes sind. Da müsste man dann
wirklich nochmal eine genauere Studie unternehmen bezüglich Unterschieden, welche Pflanzen da wirklich wachsen. Da müsste man eine richtige Trainingsrunde nochmal einlegen. Aber jetzt heute soll es ja erstmal um einen ersten Eindruck gehen. Deswegen wollen wir uns damit nicht zu lange aufhalten. Jetzt sind wir in der Stadt. Das gibt Hoffnung. Rimac. Die Stadt heißt wohl Rimac, wenn ich das richtig interpretiere. Hier steht Rimac und da steht Rimac. Wir haben Tuk-Tuk und da sind hohe Berge. Was steht hier noch? Das ist dasselbe Schild. Gehen wir mal zu dem Bus da. Der ist jetzt leider weg. Kann es vielleicht sein, dass wir wieder in der Hauptstadtregion sind und Rimac so ein Stadtteil oder eine Untergliederung von Lima ist? Rimac, Rimac. Rimac, tatsächlich, da haben wir es gefunden. Das heißt, jetzt haben wir eine gute Chance auf einen hohen Punktstand. Wenn es Straßenschilder geben würde. Wie kann man jetzt vorgehen? Libreria, Rimac. Könnte man diese Libreria finden? Wir haben jetzt hier eine Straße in relativ gutem Zustand, die von Nord nach Süd verläuft. Ziemlich genau. Wie groß könnte die wohl sein? Hier haben wir nichts. So Natursymbole. Das lässt vielleicht vermuten, dass das diese Berge sind da. Haben wir denn nach rechts hin auch Berge? Ja, da geht es schon noch ein Stück weiter. Ich müsste jetzt eigentlich eine große Straße suchen. Ich folge der hier einfach mal. Da ist der Bus. Akident. Was ist das hier? Educativa. Hier geht es den Berg hoch, langsam, aber sicher. Okay. Barrio Mio. Was ist denn das für eine blaue Struktur da oben? Rimac. Also der Bus fährt hier lang. Das muss ja schon. Hier sind ja Bushaltestellen angegeben. Vielleicht ist es das hier. Gehört das noch zu Rimac dazu? Schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Das sieht so aus, als ob die Berge dazwischen liegen. Rimac. Also in Nordwestrichtung sind wir vielleicht hier auf der Straße gerade. Hier wären Bushaltestellen. Hier endet die Straße. Okay, hier ist wohl der Busbahnhof.
die Straße würde hier schon so einen Bogen machen. Ein Sportplatz. Haben wir da einen Sportplatz? Deportiva? Ja, ich glaube, wir sind gerade hier. Internet Michel. Michel. Haben wir das irgendwo? Libreria. Die haben wir doch gesucht. Ich gehe zum Start zurück. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar eine 5000 Punkte. 4 Minuten habe ich noch. So, das dürfte die Straße sein, wo der Bus fährt. Die liegt nordöstlich von uns. Wo war die Libreria? Wo soll ich hingehen? Avicola, Bodega. Libreria, hier ist die Libreria direkt. Losa Deportativa, da müsste noch ein Sport. Ah, Süden. Ich muss mich mal einladen gerade. Nee, das kann nicht diese Libreria sein. Es muss eine andere sein. Jetzt mal doch nichts mit 5000 Punkten. Bodega, Juanita. Wir haben gerade auch eine Bodega gesehen. Ah, es gibt aber unzählige Bodegas. Das ist Libreria Stefano. Das ist Libreria Flor da Manques. Ich schaue noch mal, ob es eine andere Nordwest Route gibt. Ist das ja vielleicht auch die Hauptstraße? Nochmal kurz orientieren. Diese Straße ist relativ groß, verläuft so in nordwestlicher Richtung auf das Gebirge zu. Rechts von uns ist auch Gebirge. Links von uns unmittelbar geht es auch hoch. Es würde eigentlich schon hier zu passen, denke ich. Da ist ja nichts mehr. Ist hier irgendwo noch eine andere Libreria? Und dann sonst noch irgendwas? Man kann das hier. Was ist das hier links? Eine Schule oder sowas? Ramak, Kapak, Jupa. Ich kann es jetzt. Sieht wie eine Gartenanlage aus. Jupanakui, das ist glaube ich hier. Okay, jetzt. Jetzt aber schnell.
Irgendwo hier müssen wir sein. Viertausendneunhundertneunundneunzig Punkte, 45 Meter. Das Problem war, ja, die Libreria war natürlich nicht eingezeichnet. Sowas ist immer ärgerlich. Aber wir kamen ja jetzt doch noch ganz nah ran. Also klar, wenn man in der Hauptstadtregion ist oder wenn man erstmal weiß, in welcher Stadt man ist, hat man mitunter gute Chancen, ziemlich nah ranzukommen. Weiter geht's dann. Wir sind wieder im Gebirge und wieder sieht es anders aus. Also auch trocken, auch Kakteen. Es sieht noch trockener aus, als das, was da in Pasco war. Ja, wo gehe ich lang? Hier sieht es ein bisschen grüner aus. Ich sollte mir mal angewöhnen, da denke ich nie dran, mir zu merken, in welche Richtung ich gehe, so in nordöstliche Richtung. Damit ich nicht immer daran zweifle, ob ich umgekehrt bin und jetzt in die falsche Richtung gehe. Was schaut dann da? Minera Yanakihua. Yanakihua, das wird wahrscheinlich. Ich setze mal einen Checkpoint. Stand da was von Minera? Kann das so viel heißen wie Mine? Ist das vielleicht eine Bergbauregion? Provinzial steht da irgendwie. Ein A. Alcalde, da haben wir dieses Alcalde, dieses nichtssagende Alcalde. Provinzial. Marca. Caramarca scheint mir das aber nicht zu sein. Caramarca stelle ich mir ein bisschen tropischer vor. Liegt der direkt neben Amazonas. Ich folge der Straße immer weiter. Das war auch, glaube ich, nichtssagend. Marker, James E. Edward. Wofür könnte denn das A stehen? Alcalde de Yanakihua. Ja, so wird wahrscheinlich die Provinz heißen, aber soll ich jetzt wirklich meine Zeit damit verschwenden, diesen Provinznamen zu suchen? Alkdist. Alcalde, also Bezirksbürgermeister. Interessante Brücke, okay, ja. Ich muss trotzdem, auch wenn es alles das gleiche ist, überall drauf schauen, ob nicht doch irgendwo der Regionalname steht. Derweil kann ich nochmal überlegen, was für einen Eindruck die Landschaft an sich macht. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Terrassenfeldbau. Hier nach Südwesten scheint es schon abzuflachen. Da sind keine gewaltig hohen Berge mehr. Eher so ein Plateau, so eine Ebene. Könnten wir wieder in Pasco
Pasco sein. Feigenkakteen. Es ist schon gewissermaßen landwirtschaftlich geprägt. Durchgestrichenes A. Wir haben vorhin überall dieses A gesehen und jetzt hier auf dem Gegnerplakat das durchgestrichene A. Auch gut. Jetzt ist es soweit und ich frage mich, ob ich zurückgehe, weil alles so das gleiche aussieht. Aber Nordosten passt eigentlich. Was könnte denn da eigentlich angebaut werden? Würde es mir nützen, das zu wissen? Noch 4 Minuten. Ja, jetzt kommt erstmal nichts Interessantes. Hätte ich doch nach diesem Provinznamen suchen sollen. Jana Kiha. Jana Quiha. Drei Minuten, vielleicht suche ich es doch noch mal. Wo könnte das sein? Nach Südwesten hin? So, was ist jetzt natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen? Insbesondere unter Zeitdruck. Also irgendwas zieht mich wieder in die Region Cusco so. Yanahuanca, na, das Problem ist, die sehen sich auch alle so ähnlich, die Namen. Bis jetzt hat das, was ich euch mühevoll beigebracht habe, nämlich die verschiedenen Provinznamen, was ich mir selber auch mühevoll beigebracht habe, noch überhaupt keinen Nutzen gehabt, weil wir noch nirgendwo einen Provinznamen gesehen haben, außer in Lima da. Aber ich kann euch versichern, ich habe auch schon Runden gespielt, wo man ständig auf Provinznamen gestoßen ist. Also glaubt mir einfach, es ist nicht völlig nutzloses Wissen. Vielleicht hier irgendwo in der Region Arequipa. Ich meine, es könnte sein, dass es da irgendwo relativ bald zum Ozean geht. Nach Südwesten.
Die Berge scheinen ja hier auch nicht mehr ganz so hoch zu sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Nähe von Arequipa. War gar nicht so schlecht. 130 Kilometer daneben. Ungefähr die Distanz zum Meer, die ich eingeschätzt habe. Und hier ist Yanakiwa. Hätte man eine realistische Chance gehabt, diesen Namen zu finden eigentlich? Ja, in diesem Zoom-Level hätte man ihn sehen können. Allerdings, da muss man dann schon jede Menge Namen durchscannen. Das kann man machen, wenn man ohne Zeitbegrenzung spielt. Wenn man mit Begrenzung spielt, ist das schon eine Hausnummer. Zumal man ja nie weiß, ob man in der richtigen Zoom-Stufe drin ist. Das ist immer das, was beim Scannen nach einem bestimmten Stadtnamen eine Schwierigkeit darstellt. Aber okay, welche Region war es jetzt eigentlich? War es die Region Arequipa? Das ist auch immer nicht ganz so einfach, die Regionengrenzen zu erkennen. Arequipa, ja. Also immerhin waren wir jetzt mal in der richtigen Region. Damit gehen wir zur letzten Runde. Und es ist jetzt schon noch mal eine andere Szenerie, deutlich flacher. Hier im Norden scheinen hohe schneebedeckte Berge zu sein, okay? Nach Süden hin sieht es flacher aus. Könnte sein, dass wir wieder im Süden sind. Arequipa oder Tacna, Moquegua. So Südwesten von Peru. Schade, dass ich euch, vielleicht kommt noch einer, aber schade, dass ich euch bis jetzt keine von den Hauptstraßen zeigen konnte mal, auf die man sonst eigentlich auch gar nicht so selten stößt, die einem, auch gut weiterhelfen können. Oder? Kommen wir hier auf eine? Sie ist geteert. Doch, das sieht an aus wie eine Hauptstraße. Jetzt haben wir vielleicht eine Chance, wenn ich jetzt weniger quassel und mehr forsche. Ich konzentriere mich auf die Straße. Irgendwo muss ein hilfreiches Schild an der Straße sein. Sie verläuft nach Süden. Was ist das für ein Gelände? Eine Bushaltestelle? Das ist schon eine größere Siedlung hier. Schon eigentlich eine Stadt. Steht da was drauf eigentlich? Nein. Wir müssten jetzt halt das Glück haben, nochmal an eine Kreuzung zu kommen. Vielleicht. Am Ortsausgang findet man manchmal Presidente Regional Marca Yamila. Ismodes. Yamila wird der Präsident sein. Ismodes es el cambio. Bushaltestelle zensiert. Super. Ismodas, okay, das scheint auch der Typ zu sein. Cambio ist die Wahl, oder? Ah, da ist wieder diese A-Partei. Müsste man mal nachschauen, was das ist. Okay. Weitergucken. Das muss eine größere Stadt sein hier. Es ist vielleicht sogar Arequipa.
Hier sind Felder, okay. Da wird was angebaut. Es wäre sehr schön, wenn wir jetzt noch mal hier eine gute Punktzahl zum Ende kriegen. Okay, hier steht Distrikt Turistico und hier steht Villa de Yaraba irgendwas. Ich setze einen Checkpoint. Yaraba. Das kann ich in der Region, wo ich es vermute, irgendwas mit Yara finden. Jana. Ach, das war da, wo wir gerade waren. Haha. Jetzt verliere ich hier natürlich viel Zeit durch Scannen, ohne zu wissen, ob ich überhaupt in der richtigen Gegend suche. Yarauay, das ist es leider nicht. Ich muss mal weitergehen. Ich kann jetzt nicht noch mehr Zeit hier. Bienvenidos. Können wir das Schild vielleicht sehen? Kenia. Kenia. Im Norden waren ja diese sehr hohen Berge. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Yarrabamba. Yarrabamba heißt die Stadt. Oder der Distrikt. Yarrabamba. Oh, okay, sieht cool aus. Ha, okay. Was ist das für eine Flagge? Akato. Hätten wir mal die Flaggen gelernt. Ah ja. Yarrabamba. Sieht so aus wie so ein Vulkan. Ja, Kato. Welche Provinz kann das sein? Und Kayo. Dieses Yarrabamba kann eigentlich nicht so klein sein. Hier haben wir Caraibamba. Chiquibamba. Hier ist auch irgendwie ein großer Berg. Ich glaube, ich finde es nicht. Es wäre so schön gewesen. Ich setze erstmal hier hin so.
Ach, am Ende sind wir ganz falsch. Hätten wir uns mal die Flaggen angeguckt, besser, aber erkenne ich da irgendwas wieder? Yarrabamba, da ist es doch. Ganz in der Nähe von Arequipa. Yarrabamba. Okay, schnell zum Startpunkt. Na, okay, das werden wir jetzt nicht mehr finden, aber da habe ich es doch noch geschafft, tatsächlich. Also hier im Norden die Vulkane. Die waren, glaube ich, das muss man sich merken. Nördlich von Arequipa ist ein hohes Gebirge. Und südlich flacht es dann schnell ab. Ich hoffe jetzt, wir sind im richtigen Yarrabamba, aber eigentlich mit der Straße hier, das sollte schon ungefähr passen. Ja, 6,6 Kilometer. Das war jetzt zum Schluss nochmal echter Nervenkitzel. Ihr seht wirklich, Peru ist ein spannendes Pflaster. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, dass ich jetzt keine Glanzleistung hier abgeliefert habe. Dann seht ihr, dass ich nicht einer von diesen abgehobenen Geogresser-Pros bin, an deren Skills Normalsterblicher nie im Leben rankommen kann, sondern ich bin genauso gut oder genauso schlecht wie ihr auch. Unter der Voraussetzung, dass man sich vielleicht mal kurz damit befasst hat. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen Spaß und Interesse wecken, Peru selber mal zu erkunden, bei GeoGuessr oder auch bei Google Earth. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen jetzt dafür ausgerüstet. Hier ist übrigens Iquitos, das ist, was ich vorhin meinte, ne? Eine vergleichsweise große Stadt, aber es gibt keine Straßen, die dahin führen, weil da irgendwie undurchdringlicher Dschungel zwischen liegt. Weiß nicht, ob das stimmte, dass man hier von Brasilien oder Kolumbien, das sieht ziemlich isoliert aus. Vielleicht kommt man auch wirklich nur per Flugzeug hin. Okay, aber das wären alles Sachen, die man im Einzelnen sich nochmal anschauen könnte. 15.508 Punkte, okay. Ups, jetzt habe ich es zu schnell weggeklickt. Klar, in einem Peru-Feld ist es jetzt eher nicht so gut, aber ich sehe hier durchschnittliche Punktzahl 10.671. Wenn man aber weiß, wenn man irgendwie sieht, anhand der Merkmale, die wir uns am Anfang geschaut haben. Das hier alles. Wenn man irgendwie erkennt, man ist in Peru und kann dann anhand der Tricks, die wir jetzt heute zusammen durchgeschaut haben, ein bisschen die Region vielleicht eingrenzen, die Klimazone vielleicht eingrenzen. Gucken, wo ist so ein Vulkan? Könnte es in der Nähe von Arequipa sein? Ist es in der Stadt? Dann ist es wahrscheinlich Lima, wenn Taxis und so weiter rumfahren. Wenn man das dann, also während man die Weltkarte spielt, ein bisschen eingrenzen kann, kann man, glaube ich, schon im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die sich Peru noch nie richtig systematisch angeguckt haben, einen akzeptablen Punktestand erreichen. Meine beste Punktzahl persönlich 24.702, also die 25.000 stehen noch aus. Wir sehen, viele Leute haben das geschafft in 5 Minuten oder so. Ich habe damals für meine 24.000 Punkte 2 Stunden fast gebraucht. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wer weiß, vielleicht nehme ich euch auch nochmal mit auf den einen oder anderen Trip nach Peru. Danke fürs Zuschauen.